Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Schuld von PlayStation war oder einfach nur mein Internet, was der größte Rotz ist. Naja, okay, es gibt Leute, die haben es immer noch wesentlich schlimmer als ich. Schaut mal Avadox an. Der Typ lebt einfach mal mit einer 2K-Leitung und die kommt noch nicht mal halbwegs an. Also, da kann ich schon hin und wieder glücklich sein. Der Dialog geht jetzt erstmal wieder weiter. Mir jetzt eingefallen ist, von welchen Androiden mir helfen würde. Ja, es war der komische Android, der an der Bushalte an mir. Kann man das als Vorbeigehen nennen? Ich meine, der war auf einmal weg. Naja, okay, jetzt hören wir uns das noch weiter an. Ja, so viel dazu. Die Gruppe bei ihrer Mission gescheitert. Es gibt dann auch wahrscheinlich noch einen Erfolg und einen festgenommen und gestorben. The sexiest Androids. Da will hängt bestimmt nicht hin, aber. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. So. Ich glaube, passt wieder. Also ich komme immer noch schneller und mit Leichtigkeit raus, aber. Eden Club. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Aber. Irgendwie kommt mir der Laden ein bisschen suspekt vor. Ja, wie tief kannst du gehen? Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Nix, nix. Schau mir nur die Roboter an. Die Ermittlung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Yep. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Untersuch den Androiden. Erstmal den Androiden, der hat Vorrang. Diagnose. Aufstehen, analysieren. Diagnose. Selektor schwer beschädigt. Biokomponente auch beschädigt. Wow, hey, 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 hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut. Seriennummer gibt's auch noch dazu. Samtmodell. Aber habt ihr das damals nicht auch gemacht? An Blut geleckt? So, was ist passiert? Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzinfalls, Herzinfall, nicht Todesursache. Danach geht's weiter. Schwere Blutergüsse. Im Würgemale Todesursache ersticken. Und jetzt noch, wer das ist. Verstorben.
Graham Michael. Größe 1,88. Gewicht. Okay. Geschätzter Todeszeitpunkt. Okay, alles klar. Rekonstruieren. Opfer wurde erwürgt. Ja. Ansonsten. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Dann kann ich versuchen. Ich kann's versuchen. Okay. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Wieder verbinden. Beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Fuck. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Scheiße. Du hättest vielleicht mehr rausbekommen, als hättest du jetzt irgendwie einfach nur. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst Hand an Hand genommen. Nein. In dem Aufzug konnte ich meine, wenn du das kannst. Nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Ey, du standest doch. Zwei oder dreimal jeder. Ich meine, ja. Diese Typen reden nicht und gerade viel. Ey. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Kann ich nicht noch andere machen? Gleiches Modell. Okay. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy Frage, Hank. Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Jetzt gehe ich hin, oder was? Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Okay, ja.
Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hier, nehmen wir gleich die offenstehende. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's dann. Da. Geh zurück. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Wie viel noch? 2 Minuten 53. Ja. Ey, wir sind ja eigentlich gut in der Zeit, ne? Hier sind überall Androiden. Kann ich hier? Ja, ich kann auch zu ihm. Ich kenne die Richtung. Android ist in den roten Raum. Hey Bruder! Wie geht's dir so? Ich brauch mal kurz deinen Arm. Du Sexsklave. Okay, nicht gesehen. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Ich muss halt direkt richtig gessen. Kam ja auch nicht vorbei. Fuck. Den kann ich noch fragen. Ich habe die Spur verloren. Okay. Der Richtige. So, wo muss ich jetzt hin? Hier, ne? Ja. Okay, komm. Du müsstest was gesehen haben. Alles klar. Ey. Warum ist hier eine Tote? Ja. Nein. Der Ausweiser. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Mitarbeitereingang. So, was haben die? Das sind doch eh nur Roboter. Kommen Sie. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn. Alter, wie? Warte. Wie das nach Rotze aussieht. Ich übernehme das jetzt. Da ist er. Oh. Scheiße! Wir sind zu spät! Warum sind wir zu spät? Woher weißt du das? Weißt du was? Ich gehe da nochmal hin. Wir haben ja jetzt kein Zentrum mehr. Wir bekommen die ja eh. Analysieren. Blaues Blut. Junge, das sieht man doch. Warum musst du immer die ganze Zeit daran lecken? Einmal einen roten, einmal ein Blut geleckt, schon kannst du nicht mehr aufhören. Okay. Ja, Roboter. Ich meine Androiden, ne? Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Hä? Was sollte man denn sonst mit Androiden machen? Sie wiederverwenden? Das ist doch ekelhaft. Da spritzt doch jeder mal ein bisschen rein und dann...
Schon wieder RA9. Junge Hank. Hank, lass mich auch bitte wieder raus. Hank? Hank, verpiss dich! Danke. Da hinten gibt's noch was. Das habe ich irgendwie übersehen. Oh, was ist das denn? Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung, sie kaufen sie. Ich fühle mich gerade so wie Detektiv Connen. Ich liebe einen Android. Connor, hey. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. Ja, musst du auch nicht. Aber wenn Androiden dann Kinder gebären könnten, würde das funktionieren? Ich weiß es nicht. Warte, was? Suche nach Spur aus blauem Blut. Okay, hier hatten wir ja den Anfang. Hier endet es oder was? Geht's denn weiter? Nein. Okay, hallo? Keine Bewegung! Sind hier alle Mörder oder was? Warum reichen die mich schon an? Hallo? Oh nein, scheiße. Von der Frau geschlagen, Alter. Für mich jetzt eher gesagt demütig. Junge! Komm. Das war knapp. Komm, Connor, du bist multitaskingfähig. Jetzt? War ja nicht die blauhaarige Lucy. Und sie hat mich angegriffen. Ey, das war mein gutes Recht. Warum? Warum hast du sie umgebracht? Junge, als ob du noch nachfragst. Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Dann hätte sie mich nicht angreifen brauchen. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte.
Ja, ich habe ihn umgebracht. Aus reiner Selbstverteidigung. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Ja, aber du, riechen wir halt noch Schweiß und du hast sie mir woher weggenommen. Kannst du das eigentlich riechen? Ich hab mich angegriffen. Hey, ich hab mich auch nur verteidigt. Sie. Ich hab sie geliebt. Mein Gott. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich, dass das andere eine bessere Entscheidung gewesen wäre. Hoffentlich, glaube. Ich möchte aber halt echt... Ha, Trophäe, gnadenlos. Natürlich. Abweichler verschonen. Das hätte dann zu einem anderen Ending geführt. Aber es hätte noch zwei weitere gegeben. Kampf gewinnen. Was wäre dann... Kampf verloren gewesen? Wie Uhr haben wir es? Okay, fortfahren, direkt rausgehen. Hauptmenü. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Bestätigen, wir haben ja eh nur gerade angefangen. Hey, kann ich ja machen. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Blondine zurück. Hallo. Kapitel. Greife auf die Story-Grafik zu. Die Verhörung. Flüchtige. Jericho. Die Höhle des Piraten. Ich denke, es geht dann noch weiter, aber... Tatort verlassen. Lage betreten. Okay, Lager betreten. Da wäre auch noch ein Ending gewesen. Wahrscheinlich fürs Nicht-Finden. Nein, nicht speichern. Ne? Wir wollen hier schließlich nichts verfälschen. Ich möchte einfach nur jetzt echt mal wissen, was passiert wäre, wenn... Ja... Erstens kann verlieren, zweitens gewinnen und verschonen. Das werde ich jetzt erstmal ausprobieren. Es zieht jetzt zwar die Story ein bisschen in die Länge, aber das würde mich halt schon richtig reizen. Ja. Still ist auf einmal ist. So, jetzt hier. Scheiße! Wir sind zu spät! Ach echt, Hank. Eigentlich sind wir es nicht, ne? So, ich habe hier alles. Jetzt... Blaues Blut. Leck dran. Dann verfolge die Spur. Das sind sie auf jeden Fall nicht, aber das da hinten... Hey! Ja, Moment mal, was mache ich da gerade? Keine Bewegung! Werfen.
So, den Kampf habe ich jetzt immer noch nicht verloren. Hä? Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Okay. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich das nicht mehr rührte. Das ist das, was wir schon wissen? Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Und jetzt entkommen sie. Jetzt wieder erschießen? Nee, verschonen. Aber da hätte ich auch wieder die Möglichkeit gehabt, sie zu erschießen. Ist vermutlich besser so. Hank, befreundet. Wäre sogar besser gewesen. Hey. Dein Fortschritt wird nicht gespeichert. Okay, ja. Weiß ich. Abweichler sind entkommen. Abweichler sind gestorben. Den Abweichler gehen lassen. Und das andere dann erschießen. Okay. Hauptmenü. Auf jeden Fall würde mich das irgendwie mit Hank befreundet machen. Also ich überlege gerade wirklich, die Story gerade ein bisschen zu verfälschen. Ich würde es halt wirklich gerne machen. Danach wieder speichern. Und jetzt wird es wieder Ewigkeiten laden. Darauf habe ich mich gefreut. Nicht. Aber es dauert auch echt lang. Aber dafür ist es wirklich ein Hammer-Spiel. Ich würde sagen, halt wie so ein Kinofilm, nur ohne Kino. Es ist halt ja wie ein Kinofilm, nur gleichzeitig auch ein Videospiel, mit dem du interagieren kannst. Scheiße! Wir sind zu spät! So, jetzt wieder Kampf verlieren und... Ja doch, leck dran. Hallo, Schubs. Hey, das kann ich eigentlich auch auslaufen lassen.
Okay, dann wird's einfach random gewählt. Komm, wähle random. Erzähl wieder deine Story. Dieser Mann. Danach werde ich eh. Er schlug die andere Tracy. Die Story. Ich wusste, ich bin die Nächste. Hey. Ich weiß, ich hatte solche Angst. Gut, aber. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte. Besser für mich und Hank. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist okay, ist okay. So. Glückwunsch, Connor. Du hast sie erwischt. Ja, mag mich nicht. Ich sollte also keine Androiden erschießen, obwohl er klar gegen Androiden ist. Ich verstehe Hanks Logik eigentlich nicht. Connor hat Abweichler erschossen. Mhm. Ja. Und das andere wäre dann einfach gehen lassen. Aber hey, das werde ich auch machen. Abweichler in den Rücken schießen. Hauptmenü. Allerdings sollten auch die, greife auf die Story Menschen endlich zu. Mal aufhören, irgendwie Androiden so zu peinigen wollen. Jetzt mal ehrlich. Wo ist bitte schon das Problem? Aggressive Herangehensweise, okay. Lage betreten. Speichern. Ladezeit. Geil. Jetzt heißt es eigentlich nur noch zurücklehnen und warten, bis die Show vorbei ist, ne? Gibt's hier irgendwas Neues auf Twitter? Ach ja, das würde mich doch freuen, wenn ihr mir auch auf Twitter folgen würdet. Ne, dann wisst ihr wenigstens, wann vielleicht ein Stream ausfällt oder nicht. Und ja, hey, das würde mich auch nur grob unterstützen. Mit meiner Reichweite, ja. Hundertprozentig, yeah, es hat geladen. Scheiße! Wir sind zu spät! Nein, sind wir nicht. Wir lecken mal ein bisschen Blut. Nicht nur die ganze Zeit ich. Nein, ich darf ja nicht in den Kampf gehen. Oh,
Okay, komm, Messerstiche möchte ich aber nicht haben. Nein, fuck. Ich bin aus Versehen auf Quadrat gekommen. Wir entwischen uns! Okay, jetzt gibt's wieder eine Schlägerei. Nein. Geh weg. So, was war jetzt was? Schießen, verschonen, verschonen. Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Ja, das können wir schon. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Ja, interessant, ne? Ja. Fortfahren. Jetzt geht's auch endlich mal weiter. 7. November. 1.02 Uhr. Verdammt spät. Dass das Kind dann noch wach ist. Es ist wach. Luther, neutral. Alice, zuverlässig. Wir haben 30 Grad Fahrenheit. Okay, ich kann es nicht lesen. Entscheiden. Der AX-400 Android, der seine Besitzer in einem Vorort Detroits angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die Polizei scheint seine Spur nach einer weiteren Festnahme verloren zu haben. Die Beschreibung des flüchtigen Androiden liegt sämtlichen Dienststellen vor und die Ermittlungen dauern weiter an. Der Konflikt in der Antarktis hat heute einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie wir gerade erfahren, soll die USS Iowa, ein in der Region stationiertes Jagd-U-Boot, nach einem Auftauchen zu Reparaturzwecken verschwunden sein. Präsidentin Warren berief sofort hochrangige Offiziere zu einer Krisensitzung ins Weiße Haus. Der Welt droht ein weiterer Krieg und dieser neue Vorfall könnte sehr gut der Auslöser sein. Auch in der Nacht kommt es in Detroit weiter zu heftigen Schneefällen. Ja, und jetzt? Auto. Gut, dass Letgo ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Letgo es jemals benutzt hat.
Okay, das Ziel? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremse. Nein. Das sieht nicht gut aus. Ey, normal. Wie ein Film halt. Bleib sitzen, Alice. Verlassen. Überprüfe den Automotor. Das mache ich. Warum muss das eigentlich die Frau tun? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Achso, ich kann mich bewegen. Da hinten ist auf jeden Fall so ein komischer Mast. Finde eine Unterkunft. Ich gehe halt lieber erstmal alleine los. Ich meine, was soll mir passieren? Pirate's Cove. Da drüben. Vielleicht in der Restaurant? Ah, Alice ist schon da. Ein Freizeitpark. Ja, moin. Wir brauchen eine Kälte. Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen hier zu sein. Gleich was. Ja, wäre wir besser auf die Karte zu gucken. So. Wir sind hier. Da oben ist eine Hüpfburg. Aber da ist so eine Art Castle. Eine Burg. Vielleicht in der Burg. Wir könnten es da zumindest mal versuchen. Also warm wird es da auf jeden Fall nicht mehr sein, aber es ist wenigstens etwas. Okay, wer steht da hinten? Hallo? Untersuchen. Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Okay, er ist tot. Ja. Wird anscheinend wieder erstaunlich düster. Hier fällt alles auseinander. Wird naja. Nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Wir könnten den Käfig da oben nehmen. Oder den. Ach nee, ich hab's. Wir nehmen den. Luther, kommst du mit? Bitte, danke.
zumindest kann ich mich hier frei erkunden. Wenigstens eine Errungenschaft. Untersuche verlassene Gebäude. Ich wollte eigentlich direkt zum Castle gehen, aber okay. Du bist ein Roboter, du kannst es doch easy aufbrechen. Sieht drinnen sicher aus. Gut, da gehen wir rein. Ich mach das. Hat man hier mehr PS implementiert oder? Et voilà, wir können rein. Okay, ich sag's nochmal. Et voilà. Na bitte. Jetzt können wir definitiv rein. Kommen Sie rein, schauen Sie raus. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Naja, hier schneit es zwar rein, aber... Okay, fackel halt gleich die ganze Bude nieder. Komisch, hier ist noch eine Zeitschrift. Wo ist Alba? Ja, von das habe ich schon gehört. Ne? Die ist einfach so verschwunden. Normal. Gissab Sweetly. Nö. So, überprüfe Luthers Tasche, richte ein Bett für Alice her. Luther, darf ich mal in deine Tasche? Ich schätze mal, das war ein Ja. Waffe überprüfen, Keks anbieten, Waffe überprüfen. Kann ich jetzt noch einen Keks anbieten oder? Ja, kann ich. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay, okay, du bist nicht hungrig im tiefsten Winter. Im Sommer würde ich das verstehen. Nur hier nicht. So, ich muss jetzt die ganzen Gegenstände benutzen, um hier was zu finden. Nehmen. Pirate's Cove. Irgendeine glückliche Familie. Auf jeden Fall nicht wir. Nehmen. Es ist ein altes zerrissenes Bettlaken. Tja, jetzt ist es leider kaputt. Natürlich ein fertiges Kissen. Ja, okay, vorbei. Warum wundere ich mich eigentlich? Das ist ein Souvenirladen. Hier gibt's Kissen an jeder Stelle, also bitte. Was mich aber interessieren würde, ist, wie sich die Roboter aufladen. Sprich mit Alice. Sprechen. Ja. Hey, das ist die glückliche Familie. Die wir nicht sind. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Nein. Ob du... Scheiße. Wir werden wohl nie so glücklich sein wie sie, Alice. Aber vielleicht... werden wir auf eine andere Art glücklich. Auf unsere Art. Sobald wir über die Grenze sind, hängt ein neues Leben das Falsche gedrückt. An. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Egal. Hat uns gesteigert. Es ist Zeit fürs Bett. Irgendwie kann ich mit Kara nichts falsch machen.
ist doch jetzt die Decke. Beschwichtigen, trösten. Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuche etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Junge, jetzt hör auf. Mir sollte eine einfallen. Irgendwie wie ein... Warte, ein... Einhorn. Es war einmal ein Einhorn. Das... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Bruh. Wer mag Einhörner nicht? Es Wer? War einmal ein kleines Mädchen. Ah, nein. Das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es wusste, das war nicht möglich. Dann traf es einen Roboter. Gehorsam. Der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Besseres Leben. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Frei? Sie sehnten sich so sehr nach Freiheit, dass sie alle überwanden. Unterwegs... trafen sie ein Riesen. Riesen. Er ist halt einfach wirklich 2 Meter. Wie geht die Geschichte zu Ende? Moral. Keine Ahnung. Aber Geschichten haben eine Moral. Und wenn unsere zu Ende ist, erkennen wir ihre Bedeutung. Zeit zu schlafen. Das war die. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Familie, okay. Kommst Neuen Status reicht. Ja. Ja, natürlich. Ich denke, Luther ist jetzt eine neue Vaterfigur. Carol ist die Mutter. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Rede mit Luther. Luther, du schwarzer Riese. Ich sprich mal mit dir. Ein liebes Mädchen. Ja. Ja. Sie ist sehr tapfer. Pläne schnell Luthers Vergangenheit. Hey, fragen wir ihn nochmal. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Normal. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Pläne. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Was? Nein. Was meinst du? Kara! Ach du Scheiße. Okay. Alice beschützen. Waffe nehmen. Waffe nehmen.
die Luft schießen. Stopp! Noch ein Schritt und ich schieße. Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Alle heißen Jerry. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, du hast keine Wahl. Die Roboter gefallen mir. Komm schon, Kara. Ja, komm. Komm einfach mit. Oder gibt es eine zweite Möglichkeit? Nö. Ich könnte nur noch lesen. Ja, nimm lieber meine Hand anstatt die des Schwarzen. Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell. Ja, mach ich gerne. Alter, diese Atmosphäre. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Alice, helfen. Ich mag die Musik, Alter. Das ist gerade so richtig schön. Kann ich schon sagen. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Weihnachten. Zu meiner Weihnachtszeit, als ich noch klein war. Wie einsam sie drauf hockt. Zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Ich find's schön. Und jetzt? Die Höhle des Piraten. 89% abgeschlossen, okay. Okay, was hätte ich da machen können? Mein Fernseher nochmal bestätigen, dass ich nicht irgendwie weg bin. Stock aus dem Feuer nehmen. Alice beschützen, Feuer löschen. Bedrohen, Frage, wegstoßen. Ja. Okay. Nice. Hank. Okay, es geht wieder mit Connor weiter. Das, was ich gerne mit Connor mache. Hat das jetzt irgendwas mit seinem verstorbenen Sohn zu tun? Auf jeden Fall ist es eine Zeitschrift. Die liegen hier aber auch wirklich überall, ey. Okay. Okay. Stopp. Erstens möchte ich mal sagen, dass ich mit diesem Teil extrem gerne heute sogar noch mal drehe. Zweitens. Wo ist da der Eingang? Seht euch das Teil an und sagt mir, dass dieses Teil einen Eingang hat. Hat es nicht. Wo ist es? Bullshit. Ich war sehr oft hier.
Früher. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. So, ich habe jetzt absolut irgendwie nichts mitbekommen, außer diese Auswahlmöglichkeiten. Weil ich gerade diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Ironisch. Sie wirken bedrückt, Lieutenant. Diese Maschinen scheinen sie beeindruckt zu haben. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch. Klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Abwehrend, neutral. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Die Wahrheit. Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ironisch. Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Befreundet, Weg freigeschaltet. Noch mehr trinken! Ich muss nachdenken. Hank hat Connor leben gelassen. Okay, er hätte mich auch töten können. Angst zeigen. Hank ist versöhnlich. Nice. Ein Foto in russisches Roulette gesehen. Ja, das Foto erörtern. Okay. Hank zieht eine Waffe. Das ist ganz normal. Und dann irgendeinen Weg und... Ja, machen wir einfach weiter.
Jericho, neutral. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Wetter. Was hast du vor? Okay, das steht auf seinem Rücken. Okay. Mir jetzt erst aufgefallen. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Moin. Wie willst du da hinkommen? Hast du einen Anzug an? Ich glaube nicht. Okay. Doch, hast du. Woher? Der kostet schon ziemlich viel, so ein Anzug. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Bitte an der Rezeption um Zugang. Stockwerk 79. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Ah, den muss ich ablenken. Smartwatch. Normal. Haben auch viele Leute. Wilson Elizabeth. Geboren 1999. Rezeptionistin. Sieht aber nicht so alt aus. Reed. Brandschutz niedrig. Autoregistrierung und ein Foto. Tja, wäre nur irgendwie zu schade, wenn sie irgendjemand anrufen würde, dass ihr Haus auf einmal brennt. Wenn ich das jetzt wirklich so vorhersehen würde, dann... Elizabeth Wilson, hallo? Parkplätze, Schule, Feuerwehr. Ja, hallo, hier ist die Stadtfeuerwehr Detroit. Wohnen Sie 4685 Michigan Street? Ja. Als ob... Ich hab das einfach vorher gesehen. Können Sie kommen? Oh. Oh Gott. Okay, ich bin gleich da. Und nun? Warte, gibt's noch nicht. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Okay, schön. Elevator. Aufzug. Okay. Alles klar. Ach, sie sind da. Wow. Wahrscheinlich passiert jetzt sogar noch irgendwas Unterschiedliches, nur weil ich einen anderen Fahrstuhl gewählt habe. 47? Nicht lieber 79? Ich meine, das ist der höchste und wurde vorher nicht gesagt, der
Naja. Meine Aufgabe. Finde das Paket in der Herrentoilette. Server Room. Ein Putzroboter. Bathroom. Zum WC. Alles besetzt. Kann ich? Okay, da kann ich halt einfach wirklich nicht rein. Alles klar. Warum ist da überhaupt ein Paket? So, und jetzt verlasse die Burg. Finde den... Was? Wartungsandroiden. Warte mal, da ist doch einer. Hallo? Ist es vielleicht du? Ja nicht. Studio. Wo ist denn hier bitte schön der Wartungsandroid? Ist das nicht dieses kleine Scheißteil? Okay, ganz so klein ist das jetzt auch noch wieder nicht. Gott, ich hab das alles hier so gesagt. Kann ich hier was bestellen? Nee, kann ich nicht. Hey, daran haben sie wenigstens gedacht. Da. Kann ich mit euch reden? Nee. Okay, anscheinend nicht. Junge, wo ist denn bitte schon der Wartungsandroid? Ich geh mal in den Server Room rein. Ha, kann ich nicht. Wie witzig. Der hier? Ich brauche deine Hilfe. Stiehl den Wartungswagen. Okay. Öffne den Notausgang. Wo ist der denn? Ich hab absolut keine Ahnung. War der Notausgang? Aus dem 47. Stock, also. Hä? Ja, wobei, doch, hey, die Treppe. Dauert halt nur ein bisschen lang, ne? Ich will ja nichts sagen. Kann das vielleicht Nord sein? Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden.
Überlass das mir. Schön, dass wir telepathische Kräfte haben. Ich meine, wir sind Roboter. Ja, gut. Hey, spielst du noch Poker? Kann ich die auch nicht einfach schlagen? Wir machen hier einen kleinen. Wie mache ich das denn? Ah, da hinten ist ein Roboter. Den kann ich benutzen anscheinend. Ich benutze ihn also. Und was stelle ich fest? Es funktioniert. Glaube ich. Hacken. Als ob ich sowas kann. Hey, was ist hier los? Scheiße, was hat dieses Ding? Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Und jetzt nehmen. Und jetzt dahin stellen. Jetzt öffnen und hier platzieren. Vakuum. Lasersäge. Okay, okay. Gar nicht verschneit oder so. Ladies first? Nee, der Mann muss immer voran. Außerdem ist das keine Lady, so wie sie sich gerade anstellt. Eine Lady muss natürlich immer schön am Herd stehen. Okay, das nehme ich eindeutig zurück. Außer bei mir halt. Denn ich kann nicht kochen. Also bei mir hat es wenigstens einen Grund, warum ich das sage. Bei anderen Leuten. Naja. Also das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so. Ich kann mich ja auch noch umsehen, aber das ist alles so weiß, da kenne ich fast gar nichts. Also. Aber es sieht wirklich schön aus. Obwohl es so weiß ist. Kann ich selbst kaum glauben. Und jetzt einfach eintreten. Hä? Das Stockwerk ist noch nicht mal fertig. What the fuck? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Rufe den Güteraufzug. Das sind doch immer diese kleinen Schächte, oder? Okay, ganz und gar nicht ist das klein. Ich dachte jetzt eher so an diese Aufzüge, wo halt so kleine Schächte sind, wo du einfach mit der Hand noch bedienen musst, aber anscheinend müssen wir jetzt das Schloss aufbrechen. Weiß nicht. Darf ich mir das vorstellen, dass sowas irgendwie ein Alltagsgerät wird? Für Einbrecher oder
Oder soll es einfach nur so ein cooler Effekt sein? Ich hoffe, das wird halt echt nicht übernommen. Ich möchte keine Tür haben, die gesprengt wurde. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? List-Angriff. List. Nord aufgebracht. Keine Ahnung. Hey, was machst du denn? Okay. Jetzt mag mich Jericho, aber was ist mit North, die eigentlich den Angriff wollte? Broadcast. Mitarbeiter aus dem Weg, ja, okay. Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Verschonen. Nee. Marcus tötet nicht. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Stell dich vor, Josh. Achso, da oben, hinten, vorne. Rede beginnen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, ich sage Bullshit. Haut entfernen. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Bereit. Ruhig. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Erkennen, Ende der Sklaverei, gleiche Rechte oder Meinungsfreiheit? Gleiche Rechte. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Und das Ende der Sklaverei. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Gerechtigkeit. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Diskriminierung. Ich denke nicht, dass das als Diskriminierung irgendwie groß ausschlagen würde. Ich meine, wer beleidigt einen Roboter? Das ist dumm. Bürgerrechte. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Mittel zur Vermehrung, Territorium, Besitzrecht. Mittel zur Vermehrung, komm. Wir fordern Alter. Die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Friedlich. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden.
Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Hey, er sagt, ich soll ohne ihn gehen. Simon! Simon! Du konntest nichts für ihn tun. Wir müssen weg, sonst kriegen sie uns auch. Geh einfach. Genau das gleiche Problem hattest du auch mit dem Karl. Ey, wir können die einfach nur nicht treffen. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischen Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Android-Produktion übernehmen sollen, fällt dabei ist besonders auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Ja, denke schon. Ich bin halt auch eher diesen ruhigen, friedlichen Weg gegangen und nicht diesen, hey, macht jetzt das, was wir sagen. Die Gruppe kam, aber Simon wurde zerstört. Okay. Jetzt muss ich wieder zu Amanda. Gut, das machen wir jetzt noch, dieses Kapitel. Und man steht sie nicht da hinten? Nee. Sieht halt einfach nur richtig komisch aus, dieser Stein. Sie steht schon wieder nicht hier. Auch nicht da und nicht dort. Wo ist sie denn? Die ist halt jedes Mal woanders. Ist das so ein Anzeichen, dass dir das Spiel sagt, wann die Story zu Ende sein wird, wenn du alle Orte von Amanda abgeklappert hast? Ich gehe jetzt hier einfach außen rum und hoffe, dass ich sie irgendwann mal sehe. Brücke aus Seerosenblättern. Moment mal. Willst du mich komplett verarschen, Amanda? Was ist los mit dir? Na, meine Freundin in schwarzer Rüstung? Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Tja, ich ruder aber nicht. Scheiße, ich muss.
Kann ich mich noch weiter abstoßen? Ja, mit X diesmal. Ich liebe diesen Ort. Ach echt? Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Und ein bisschen Technologie. Sag mir. Mit Tradition. Was hast du rausgefunden? Wegen Bäume, hey. Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Eden. Sorry. Ich hoffte etwas zu erfahren, aber... Sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Auch wenn ich Amanda nicht oft sehe. Ich bin froh, wenn sie mich nicht mag. Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Aufrichtig. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Nice. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Keine Verwendung. Wahrheit. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Amanda mag mich jetzt absolut nicht mehr. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Gleichgültig. Ich bin nicht von Bedeutung. Die Mission ist alles, was zählt. Scheiße. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Er hat einfach eingesteckt. Er zieht mich halt einfach ab. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kann ich auch raus? Ja. Und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter... Einer der Abweichler... Sword hat ihn erwischt. Wirklich schade, dass sie nicht Leben festsetzen konnten. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach.
abspielen. Habe ich zwar schon gehört, aber... Wir fordern okay, Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Nein. Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Optische Einheit, Blau Iris, Ersatzteil. Aufgenommen um... Hatte Komplizen. Und jetzt noch hier. RK-200, registriert als Marcus, Geschenk von Elia an Karl Manfred. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Doch, doch. Nichts. Mit Karl Manfred, der lebt ja noch. So, was gibt's hier noch? Analysieren. Ein Einschussloch. Sturmgewehr 45 mm. Erschossen. Ach echt. Da liegt noch was. Warum liegt da was? Ah, das ist ein Hut. Gestohlene Wartungsuniform, Täter waren getarnt. Weiß ich. Roof Access. Untersuchen. Ah, sorry. Oh Gott. Oh, meine Lunge. Oh, das zieht sich da komplett durch. Oh Gott. Oh, ist das ein widerliches Gefühl gerade. Uff. Ah, so. Sollte jetzt, glaube ich, wieder gehen. Was wurde denn hier fallen gelassen? Überwachungskamera. Abweicher sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Frage die Androiden in der Küche. Die Küche ist das, glaube. Oder ist das eine Toilette? Ne, das ist eine Küche. Verhören. Die sehen ja alle drei gleich aus. Ach du Scheiße. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336 445 581.
Alter, Musik, hör auf, auszurasten. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hattest Kontakt? Du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Mach Diagnose. Eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Speicher. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Bedrohung. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Speicher prüfen. Kein Speicher. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Foltern. Okay. Biokomponente 8451 reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Du Abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los, gib's zu! Okay, ja, es ist der Typ in der Mitte. Da. Noch 37 Sekunden. Ja, was soll es denn hier bitte schön noch geben? Ja. Hä?
vielleicht die anderen? Ah ne, das Messer raus. Komm, schnell, 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 schnell. 20 Sekunden, komm. Schnell. Ich bin schon nah dran. Komm, 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 komm. Oh, war das knapp. Überleben, Wahrscheinlichkeit angreifen, Waffe nehmen. Ein richtig guter Schuss, Kram. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Waffe nehmen war halt in dem Moment einfach die bessere Entscheidung gewesen. Gut. Staatsfeind. Das Kapitel jetzt auch durchgespielt. Es lädt noch. Massaker verhindern. Okay, hier hätte es viele Endings geben können. Ich bin froh, dass ich das Massaker verhindert habe. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser lange Stream. Also er war halt schon lang. Der zweite Teil war sogar erstaunlich länger, glaube. Weil, hey, keine Internet-Interruption. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Bock auf weiteres unterhaltsames Gameplay wollt, dann... Abonniert doch einfach. Ich kann es gar nicht genug betonen. Abonniert. Bitte. Ja, auf jeden Fall. Dann noch... Ja, viel Spaß morgen bei Arbeit, Schule, was auch immer. Und noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Stream und ciao.